Hallo, ich bin der Jost von Scuba Pro und ich möchte euch heute die Neuheiten 2019 im Trockentauchbereich vorstellen. Wir haben für unsere Trockentauchanzüge eine komplett neue Unterzieherlinie entworfen. Diese besteht aus drei verschiedenen Modellen, die auf drei verschiedenen Stärken basieren. Zuerst möchte ich euch unser dünnstes Modell vorstellen. Das Modell heißt K2 Light und richtet sich hauptsächlich an die Neopren-Trockentaucher, die nicht großartig einen weiteren, stärkeren Wärmeschutz brauchen. Das heißt, das Material entspricht einer Grammangabe von 164 Gramm pro Quadratmeter. Das ist ein leichter, dünner Anzug, ohne großartige Wärmeisolation, aber dennoch warm genug für jeden Neopren-Trockentaucher. Aufgebaut als Zweiteiler, das heißt, ich habe eine lange Hose und ein Top dazu. Das Top überlappt die Hose deutlich, sodass keine Kältebrücke entstehen kann. Das Material ist sehr, sehr dehnbar und jederzeit feuchtigkeitsabweisend bzw. transportierend. Für diejenigen unter euch, die mit einem Trilaminat-Trockentauchanzug tauchen, die brauchen einen besonderen Wärmeschutz. Wir haben hier unser Modell K2 Medium. Das Modell ist als Zweiteiler aufgebaut. Das heißt, ich habe eine Hose und ein Oberteil, was den Bund der Hose deutlich überdeckt, damit keine Kältebrücke entstehen kann. Das Material ist ein komprimiertes Fließmaterial, was dadurch die Luft in dem Material deutlich besser hält wie ein normales Fließmaterial. Wir reden hier von einer Grammangabe auf den Quadratmeter von 339 Gramm. Diejenigen, wo sich ein bisschen damit auskennen, wissen, dass das ein sehr, sehr hoher Isolationswert schon ist und damit auch gut geeignet ist für jeden Trilaminatanzug in einem gemäßigten Temperaturbereich. Wir haben an den Armen Daumenschlaufen, damit der Unterzieher nicht verrutschen kann, wenn ich den Trockentauchanzug anziehe. Das gleiche gilt für die Füße. Unser neues Topmodell im Unterzieherbereich nennt sich K2 Extrem. Der Extrem ist als Overall aufgebaut und besitzt eine Wärmeisolationseigenschaft von sage und schreibe 629 Gramm pro Quadratmeter. Dieser Anzug ist prädestiniert für den Einsatz im absoluten Kaltwasserbereich. Speziell für diesen Bereich haben wir dem Anzug sogenannte Squeeze Pads spendiert. Diese Squeeze Pads im Oberkörperbereich, auf den Schultern und auch im Kniebereich sollen dafür sorgen, dass wenn der Anzug durch das Jacket oder auch durch den Trockentauchanzug komprimiert wird, dass die thermische Isolation trotzdem aufrechterhalten wird. Des Weiteren besitzt der Anzug im Frontbereich einen Reißverschluss, der auch gegenläufig zu öffnen ist, damit es nach dem Tauchgang zu keinen kleineren Unfällen kommen kann. Des Weiteren haben wir zwei Öffnungen an den Innenseiten der Oberschenkel angebracht, um ein eventuell von dem Benutzer montiertes Pi-Ventil, sprich die Schlauchführung, nach außen zu führen.